Also für mich ist SAPV gleich Teamarbeit. Wir arbeiten in einem multiprofessionellen Team mit vielen verschiedenen Rollen und das gibt ganz viel Sicherheit und auch für die Familien Beständigkeit zu wissen, dass es ein Team ist, was aus ganz viel verschiedenen Professionen besteht. Das gibt den Familien und auch uns, jedem Einzelnen, Sicherheit. Also für mich ist das Besondere sind die Menschen. Natürlich ist jeder Mensch auf der Welt besonders und was Besonderes, aber ich finde, bei uns arbeiten ganz viele besondere Menschen. Und das macht es immer wieder schön. Und das Besondere ist, dass dieses Team auch dafür sorgt, dass die Familie im Vordergrund steht. Die Kinder, die Familie und deren Weg. Manchmal haben wir eine Idee, die aber nicht der Familie entspricht. Und das ist das Besondere, dass wir den Weg mit den Kindern und der Familie gehen, den sie vorgeben. Und das macht das besonders. Vielleicht zunächst die Abkürzung von SAPV, spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Das bedeutet, wir versorgen Kinder mit lebensverkürzenden Erkrankungen. Wir begleiten sie zu Hause, sind 24 Stunden, 7 Tage die Woche erreichbar und machen auch Hausbesuche, ne? Dass die in Krisen versorgt sind, die Familien und die Kinder. Wir arbeiten psychosozial und begleiten die Familien auch ganzheitlich in den Themen, die so eine Familie mit sich bringt und oft alleine ist. Auch da unterstützen wir. Ebenfalls begleiten wir natürlich beim Sterben zu Hause, auch wenn das noch ein Tabuthema ist bei Kindern. Auch Kinder wollen, soweit es geht, zu Hause bleiben. Wir vermeiden Krankenhausaufenthalte so oft wie das geht und Kinder möchten auch zu Hause sterben, wenn das möglich ist. Manchmal ist das nicht möglich, aus welchen Gründen auch immer. Dann begleiten wir zum Beispiel auch die Kinder zur Palliativstation und bringen alles auf den Weg. Was ist besonders herausfordernd? Herausfordernd ist, wie ich finde, dass man morgens nicht weiß, was einen erwartet, wenn man zur Arbeit kommt. Wir versuchen alles im Team immer für die Familie bestmöglich vorzubereiten, die Kinder bestmöglich zu versorgen. Und manchmal gehen die Kinder aber einen ganz anderen Weg und überlegen sich was anderes und dann muss man wieder komplett umplanen. Das ist das Schöne an unserem Team, aber auch das Herausforderndste, dass man sehr flexibel sein muss und sich immer wieder anpassen muss. Was ist besonders schön? Besonders schön ist, dass wir die Familien ganzheitlich betreuen. Dass wir in einem multiprofessionellen Team arbeiten und somit die Kinder, die Familie und die Geschwisterkinder ganzheitlich begleiten können. Das gibt ganz viel Sicherheit und ganz viel Gewissheit, was die Arbeit wiederum auch schön macht. Auch wenn dieses Wort schön in Bezug auf Palliativversorgung manchmal für Menschen etwas absurd ist. Also ich höre das aus meinem Umfeld manchmal, wie kannst du diese Arbeit machen? Und das ist unter anderem meine Antwort. Es ist schön, die Familien auf ihrem für sie natürlich leidvollen Weg zu begleiten. Aber es ist schön, dass wir da sind. Ich liebe und lebe von ganzem Herzen meine Arbeit und das, was ich tue. Und habe eine ganz innerlich feste Haltung auch zu der Arbeit. Und diese Haltung gibt wiederum Halt den Kindern und den Familien. Ich glaube ganz fest daran, dass sie das spüren. Und es gibt Halt, dass wir da sind. Wir sind da, wann immer sie uns brauchen. Also mir gibt halt,
das Team. Im Team zu arbeiten, auch da wieder die multiprofessionelle Arbeit, Professionen, zu denen man immer wieder gehen kann, mit denen man sich austauschen kann. Die Beständigkeit gibt halt von den unterschiedlichen Menschen, die in diesem Team arbeiten. Natürlich meine Familie, meine Freunde, ganz wichtig und elementar. Und mein Glaube, das gibt mir halt. Ich wünsche mir, dass unsere Haltung in die Welt getragen wird. Ich wünsche mir, dass die Palliativversorgung weniger zum Tabuthema wird, dass viel, viel mehr Familien und Kinder von unserer Arbeit profitieren können, dass sie erfahren, dass sie nicht alleine sein müssen, dass es diese Versorgung gibt und dass es weniger ein Tabuthema ist. Das wünsche ich mir für uns als Versorger, aber noch viel mehr wünsche ich mir das für die Familien, die ein schwerstkrankes Kind haben. Für die Geschwister wünsche ich mir, dass es weniger Tabuthema ist und dass es weniger Berührungsängste gibt. Und ich hoffe dazu, und da bin ich mir ziemlich sicher, trägt die Kampagne bei.